Alter, ich wäre gerade fast an Radioaktivität gestorben von diesen Dingern. Ey, richtig mies sind die. Jetzt habe ich euch schnell Dings gebastelt, sodass ich jetzt, dass das hier nicht mehr höher wird und dass, dass ich nicht mehr davon Schaden nehme. Also das Schadengeräusch kommt immer noch, aber ich kriege keinen Schaden mehr. Ich wäre gerade nämlich fast gestorben an Schaden. Jetzt kann ich das auch hier richtig safe rausholen. Der washt hier übrigens immer noch das Erz. Da kommt schon richtig viel raus. Ich kann das ja schon mal in einem Crafting Table vorbereiten. Das kommt ja so ungefähr irgendwie da rein. Und dann so. Dann kommt da Enriched Uranium raus. Das finde ich ganz nice. Okay, Energie sinkt immer noch. So, und ich muss aufpassen, dass hier die, das ja immer was zu tun hat, weil das, wenn das einmal hier genug Hitze hat, dann geht das hier ganz flott. Und dann rast das so durch. Ja, jetzt. Na gut, ist nicht so schnell, aber das musst du schon ein paar Mal aufhören, weil das nichts mehr zu tun hatte. Es sind noch 14 Crushed Uranium Ore und das ist immer noch nicht ready. Im zweiten Eimer gemacht, der bringt mir aber jetzt irgendwie überhaupt nichts. Der nervt nur. Ich schmeiß ihn weg. Stört mich nur, wenn man so solche diese Taktik hier macht. Und 800. Das kann man, das bin, funktioniert ja nämlich damit. Deswegen mache ich das immer. Damit. Da muss man nicht so lange immer hin und her laufen mit dem Eimer. Das geht dann schneller. Ich kann ja schon mal die Brennstäbe machen, die man dafür auch braucht. Die Brennstäbe macht man nämlich natürlich aus, keine Ahnung. Brennstäbe macht man mit den Brennstäben hier. Fuel Rod. Eine Canning-Maschine, die haben wir, glaube ich, noch. Und wenn wir eins davon haben, wir wollen aber die vierfachen haben, natürlich. Oder? Wollen wir doch, oder? Ja, ja. Natürlich wollen wir das. Ja, dann brauche ich 7x4 von den Dingern. 7x4 ist natürlich 28, das heißt ich brauche 28 von denen, das heißt ich brauche 28 Eisenplatten. Und Eisenplatten hatte ich ja gerade noch. Gleich ist es soweit. Ich hoffe, ihr freut euch auch schon so wie ich. Ich glaube, wir brauchen Hebel, um den Generator anzuschalten. Hier läuft das letzte durch, genau. Das passt natürlich perfekt. Jetzt, wenn ich das berechnet hätte, das restliche Uranium packe ich mal da rein und hoffe, dass ich das nicht aus Versehen rausnehme. Ne, warte, die muss ich glaube ich noch anlassen. Die Stäbe, die sind nämlich glaube ich auch radioaktiv. Klingt auf jeden Fall logisch. Und hier sind die Quad-Teile. Und wenn ich das jetzt anschalte, dann explodiert es hoffentlich nicht. So, okay, der spannende Moment der Wahrheit. Oder so. Ich schalte es jetzt an und es läuft. Ist vielleicht ein bisschen radioaktiv, aber es knistert hier auch so schön. Das hört ihr wahrscheinlich nicht, aber es knistert schön. So wie in einem radioaktiven Teil. Und wie man sieht, Temperatur 0%. Geht also. Hurra. Und ich mache 420 EU pro Tick. Das ist nice. Das heißt, das hier musste doch theoretisch Strom haben. Das hier wird natürlich bevorzugt. Oh, ich hasse das, wenn... Wieso wird das hier bevorzugt? Ich brauche hier Energie.
Bitte, hier, Energie. Ich brauche das hier. Ich könnte da vielleicht auch mal einen Schalter ransetzen, wie hier. Den brauche ich nicht. Vielleicht hilft das ja, hier. Geht da irgendwas? Hallo? Hör auf, Energie zu nehmen. Dann kann ich einstellen, ob der Energie aufnimmt oder nicht. Schade, schade. Oh, Scheiße, da. Ja gut, dann müssen wir warten, bis das hier voll ist, damit wir gucken. Nee, warte. So geht das auch. Jetzt bitte das doch. Ja, ich habe den Laser gesehen. So, und wenn ich mich recht entsinne, dann müsste es... Irgendwie habe ich mir mehr erhofft. Ich dachte, das macht... Es macht doch 420 EU pro Tick. Steht ja auf jeden Fall. Und das Ding ist auch voll. Und das Ding ist leer. Kommt da kein Strom durch oder so? Das wäre komisch. Nee, ich habe aber die richtigen Dinger genommen. Also, wollen die mir jetzt... Moment. Da ist Strom drin? Da nicht. Da ist Strom drin? Da nicht. Wieso? Was ist das denn für ein komisches Teil jetzt? Ich dachte, ich habe jetzt Hurra Energie und so. Hier noch ein Versuch. Da ist Energie drin. Ja, vielleicht ist das auch nur, sieht das auch nur so aus. Auf jeden Fall kommt hier nur... Oh, jetzt ist da mehr dran. Und immer noch wenig. Kann ich nicht theoretisch ein Kabel von da nach da verlegen? Geht das? Schade, too far, Ray. Ja, hätte mich auch ein bisschen gewundert. Ah. Oh, ein grüner Laser. Ich glaube, jetzt langsam beruhigt sich's. Ja, es wird irgendwie immer mehr. Ich muss der Generator ja erst hochfahren oder so. Das freut mich. Ja. Auf jeden Fall kommt hier Energie an und das wird umgesetzt. Das heißt, ja. Aber für irgendwas verbraucht hier gerade Strom. Verbraucht das Strom? Nee, was verbraucht hier Strom? Multimeter. Auch die Kabel. Ach. Nee. Komisch. Komisch, Menno. Wieso kommt da so wenig Energie an? Obwohl das immer mehr wird, irgendwie. Ich verstehe das noch nicht ganz, die Generatoren. Weiß auch nicht, wie ich da jetzt Plutonium rausbekomme. Aus dem... Also da kommen... Achso, wahrscheinlich, wenn die fertig sind, ausgeraucht sind, dann kommt da das hier raus. Und daraus kriegt man dann Plutonium. Aus so einem Ding kriegt man 4 Tiny Pile auf Plutonium. Das heißt 7 mal 4... sind 28, das heißt, ich krieg da 28 raus und das heißt 3 Plutonium. Und wir brauchen genau 3 Plutonium für unsere Portalgun. Das heißt, wenn das hier mal fertig ist, endlich, das dauert aber leider ein bisschen, dann haben wir eine Portalgun und dann können wir endlich einen Spawner bewegen auch mal. Das war eigentlich mein eigentlicher Grund. Und hier könnte mal wieder Eisen rein, damit wir noch ein bisschen Stahl bekommen. Stahl ist nämlich immer wichtig. Ich mache noch einen halben Stack mal rein. Genügend Coke haben wir wohl. Dank meiner Produktion hier. Kerosot ist wieder voll. Ja, ich habe so viel davon. Hier steht Output 420. Na, ich brauche so einen EU-Meter oder so. EU-Meter.
Reader. Na. Ich guck mal, was da so falsch ist. Ich habe den Fehler meines Lebens gemacht. Wisst ihr, was ich gerade bemerkt habe? Wisst ihr was? Seht ihr dieses Kabel, ne? Das war vorher nicht da. Ich habe die ganze Zeit nur mit den beiden gearbeitet. Und das hier war alles überhaupt nicht verbunden. Und ich habe es nicht bemerkt. Ich habe es einfach nicht bemerkt. Oh, so dumm. Jetzt geht das natürlich viel schneller mit hier 3 Millionen Lasern und hier steigt das und da steigt das. Ich habe das übrigens jetzt rübergesetzt und das hier ein bisschen verschoben nach da. Dann werde ich das gleich auch noch nach da verschieben. Das da muss ich noch irgendwie füllen. Mit den Blöcken, die ich hier klauen werde. Die brauche ich ja gerade nicht. So dumm. Oh. Wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Oh. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert. Oh, wo bleibt denn die Energie? Die war einfach gar nicht da. Menno, das ärgert mich gerade. Ja, aber wenn das hier endlich fertig ist, dann, ja. Dann haben wir endlich mal mehr. Ich kann auch noch ein paar mehr Laser machen. Weil das dauert immer noch viel zu lange. So, jetzt nochmal 4 Laser. Und die Laser. Die kann man, glaube ich, auch in die Decke klatschen. Deswegen, ja. Ich werde das erstmal alles nach links verschieben. Das kann ich nicht damit verschieben. Die EU-Maschinen konnte ich ja im Dolly die meisten hier rüberschieben. Und dann, dann machen wir das mal. Dann kann ich ja direkt auch ein paar Kabel adden. Ich habe die Kabel auch letztens schon mal gesucht. Genau mal das Kabel, um das, zu gucken, ob sich das irgendwo stackt. Das stackt sich nicht. Da nicht. Hier vielleicht? Ne, ich habe nur ein Kabel davon. Ah ne, da ist das zweite. Ah gut. Trotzdem, ich brauche mehr Redstone-Fluxduct Kabel. Ich müsste nämlich langsam auf die umsteigen. Die heißen anders, Mist. Die sind auf jeden Fall Fluxduct. Ja, und dann brauche ich die Redstone Energy Fluxducts. Brauche ich das und dafür... Ach ja, das wäre das. Dann kann ich ja ein paar davon kaufen. Ich habe das jetzt ein bisschen mit dem Aufnehmen verkackt. Egal. Also ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe das jetzt ein bisschen nach links. Ich habe das jetzt nach links verschoben. Optikal richtig verbunden. Das sieht immer noch so komisch aus. Dann habe ich das hier, das Ding hier aus Versehen gemacht. Und ja, das Ding brauchte ich ja für die Fackeln, für die Quarry. Die Fackeln habe ich jetzt schon gemacht. Hier. Das heißt, da farmt er jetzt drin. Das habe ich schon wieder angeschaltet. Damit wir Materialien hier bekommen. Das geht auch ziemlich zügig jetzt mit dem vielen Strom. Und das Ding brauchte ich für den QED. Und wisst ihr, was das Lustige an dem QED ist? Der hat immer einen anderen Namen. Aber wie ihr da oben seht, also hier oben meinte ich, das steht jetzt Quantum Entangled Dohiki. Ne, das ist ja ein lustiger Name, ne? Und wenn ich jetzt mal ein bisschen spazieren gehe, hui. Wie heißt das dann? Quantum Entangled Device. Ah, ist ja ein anderer Name, oder? Vielleicht sah das auch nur so aus. Was heißt es denn? Quite expensive decoration. Ein passender Name. Eine ziemlich teure, ja. Oh, jetzt ist es Quantum Ender Device. Ja, und hier die Enderflux, die brauchen nichts, die verbinden sich einfach damit und dann, ja. Und ich, ja, das Ding habe ich leider aus Versehen gemacht, weil da stand irgendwo stand das da, dass man das braucht, aber dann hat man das irgendwie doch nicht überhaupt nicht gebraucht.